Ja, danke schön, Michael. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Perfekt. Okay. Ja, ich hab's ja eben in der Vorstellung schon kurz erwähnt. Ich bin ganz besonders interessiert an ja, neuen Methoden, um unsere Arbeit im Test und in der Qualitätssicherung effizienter und besser zu machen. Und während wir eben bei Jörg Eisenblätter gesehen haben, wie wir das in der Testausführung hinbekommen mit Continuous Testing und Continuous Test Automation, gibt es ja aber im Testprozess noch eine ganze Reihe weiterer Tätigkeiten, die von der Automation profitieren können. Nächste Slide, bitte. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in meinen Jahren jetzt im Test und im Quality Engineering sind mir so viele Projekte untergekommen, wo es Probleme oder Herausforderungen oder suboptimale Lösungen im Bereich Testdatenmanagement gegeben hat. Ja, entweder waren nicht die richtigen Daten da oder sie waren nicht zum richtigen Zeitpunkt da oder es war ein enormer Aufwand, sie bereitzustellen, sodass man dann eventuelle Vorteile, die man durch eine Automation der Testausführung hatte, gar nicht so hat realisieren können, weil man halt so viel und so viel Aufwände und so viele Probleme im Testdatenbereich hat. Dazu kommt, dass wir heutzutage ja häufig die einfachen Mittel und Wege, um an Testdaten zu kommen, gar nicht mehr nutzen können oder nutzen dürfen, entweder weil sie nicht möglich sind oder weil sie regulatorisch nicht erlaubt sind, zum Beispiel, weil wir damit gegen die DSGVO verstoßen würden. Ja, überall da, wo personenbezogene Daten involviert sind, können wir in aller Regel nicht einfach mit Echtdaten arbeiten. Das heißt, Daten müssen verfremdet werden, um sie nutzen zu dürfen. Und die Verfremdung muss so gut sein, dass die Daten letztlich nicht mehr zurückverfolgt werden können. Das heißt, wenn sie einmal verfremdet worden sind, muss ich in der Lage sein, oder darf ich nicht mehr in der Lage sein, sie in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen. Erst dann sind sensible personenbezogene Daten überhaupt geeignet, um sie dann zum Beispiel im Test einzusetzen. In vielen Branchen brauche ich ganz große Datenmengen, zum Beispiel in der Finanzindustrie oder im Medizin- und Medizintechnikbereich. Das heißt, da habe ich einerseits einen großen Bedarf an Testdaten, zum Zweiten aber halt die Probleme an diese Testdaten in ausreichender Menge und Qualität zurückzukommen. Ja, und da glauben wir, dass wir eine ganz spannende Lösung mit ADA haben. Nächste Slide, bitte. Warum glauben wir, dass das eine sinnvolle Lösung ist und eine bessere Lösung, als wir sie häufig mit dem Anonymisieren von Produktionsdaten haben? Naja, beim Anonymisieren ist es so, dass die Daten nach der Anonymisierung häufig gar nicht so anonym sind, wie man das meint. Ja, da gibt es ganz interessante Studien zu. Wir haben unten auf der Folie mal eine verlinkt, die letztlich sagen, wenn ich Daten anonymisiere, dann ist der Datensatz für sich häufig okay und ich kann aus dem Datensatz als solches keine Rückschlüsse auf die echten Produktionsdaten mehr schließen. Aber sobald ich anfange, diesen Datensatz mit anderen Daten zu kombinieren, die häufig verfügbar oder zumindest beschaffbar sind, dann bin ich sehr schnell in der Lage, aus anonymisierten Daten wieder Echtdaten zu rekonstruieren. Ja, da die Autoren sagen, über 90% der anonymisierten Daten können mit nur vier zusätzlichen Attributen, vier zusätzlichen Datenpunkten wieder in ihren Zustand versetzt werden vor der Anonymisierung. Und wenn ich mehr Datenpunkte zur Verfügung habe, dann steigt die Zahl sehr schnell auf deutlich über 90% an, sodass ich mit einem Anonymisierungsansatz, so attraktiv er sein mag, da häufig zu kurz springe und dann doch wieder in regulatorische Probleme komme, Daten nicht nutzen darf oder mich fragen muss, ob ich im Rahmen meines Risikomanagements dieses Risiko eingehen kann und möchte. Umgekehrt ist es so, dass wir bei der Synthetisierung von Daten ja häufig die Problemstellung haben, dass es zwar grundsätzlich umsetzbar ist, dass wir mit synthetischen Daten aber sehr selten
Die Qualität, die Vielfalt und auch die Menge von Produktionsdaten erzeugen können, die wir im Echtbetrieb so sehen. Nächste Slide bitte. Und da kommt ADA ins Spiel. Ja. ADA als Artificial Data Amplifier ist letztlich eine Lösung, mit deren Hilfe Daten synthetisch generiert werden können. Das heißt, es werden keine Daten anonymisiert, sondern es werden synthetische Daten generiert. Sie generiert grundsätzlich erstmal alle möglichen Arten von Daten, ja, von reinen Textdaten bis hin zu Bildern oder theoretisch auch sowas wie Audiodateien. Dabei sind die Charakteristiken und Beziehungen zwischen den Daten berücksichtigt. Das heißt, das, was am Ende an synthetischen Daten generiert wird, erfüllt die gleichen strukturellen Eigenschaften wie die Echtdaten, auf deren Basis diese Strukturen gelernt wurden. Aber, und das ist der Clou daran, über einen Machine Learning-Ansatz werden letztlich diese Strukturen und Eigenschaften gelernt, nicht aber die Daten selber. Das heißt, die Daten, die am Ende erzeugt werden, haben von ihrem Inhalt her keinerlei Bezug zu den Echtdaten. Sie sehen aber genauso aus und fühlen sich genauso an, als wären sie echte Daten. Und das führt dazu, dass die Daten zum einen so vielfältig und vielseitig genutzt werden können, als wären sie anonymisiert. Sie sind aber so sicher und so wenig rückverfolgbar wie synthetische Daten, weil sie synthetisch sind. Und diesen Ansatz, den wird uns der Gerd Düppjan jetzt ein bisschen detaillierter vorstellen. Was ist eingeschlossen, was gehört dazu und wie funktioniert es? Gerd, damit übergebe ich an dich. Ja, vielen Dank, Sven, für die Einführung. Bleibe noch kurz auf diesem Slide, weil ich noch klarstellen möchte, dass der Artificial Data Amplifier ist keine generische Applikation. Also es ist kein Tool, was man kauft, um seine Daten zu anonymisieren oder Daten hineinzustecken, synthetische Daten hinten wieder herauszubekommen. Es ist ein Customized Tool. Das heißt, wir haben das sehr häufig zu tun in der künstlichen Intelligenz, die man ja im ersten Schritt ganz grob unterscheidet zwischen der globalen künstlichen Intelligenz und der schwachen künstlichen Intelligenz. Das ist die starke und die schwache künstliche Intelligenz. Und ich glaube, zur starken künstlichen Intelligenz sind noch viele, viele Jahre, die ins Land geht, bis wir da sind. Und wir sind im Bereich der schwachen künstlichen Intelligenz. Das heißt, es ist jede künstliche Intelligenz, die im Moment existiert und läuft, ist ausgerichtet auf ein ganz spezielles Problem. Und genauso ist es ja auch. Ihre Daten sind immer sehr speziell und immer auf ein Unternehmen zugeführt. Und auch hier gibt es noch keine starke künstliche Intelligenz, die alles lernen kann, sondern die muss spezifisch auf Ihre Datenplattform angepasst werden. Wie gehen wir dort vor? Also als erstes brauchen wir natürlich einen Extrakt oder einen Zugang auf die Daten unserer Kunden. ETL steht für Export, Transform und Load. Das heißt, wir müssen Zugriff auf die Daten bekommen und werden die in die ADA-Lösung hochladen. Das können Lösungen sein, die also wir liefern diese ADA-Plattform in einem Docker-Container. Das heißt, es kann on-premise bei Ihnen auf dem System, bei uns auf dem System laufen oder auch eine Cloud-Lösung mit angeschlossenen Microservices, die den Zugriff auf diese Plattform ermöglichen. Weiter ist der nächste Schritt, das Scrub and Mask, heißt, wir räumen auf und maskieren im Zweifel auch. Dieser Schritt kann natürlich auch schon vorher passieren, bevor wir das uploaden. Auf jeden Fall eine Datenmaskierung, dass man die Daten schon maskiert hat, bevor sie gelernt werden. Die Struktur bleibt dort ja auch immer gleich. Deshalb ist das eine Möglichkeit, wirklich zu entscheiden, wie stark möchten wir unsere Daten schützen, auch im Zugriff von anderen und auch Entwicklungspartnern. Aufräumen von Daten, immer ein wichtiges Thema im Machine Learning Bereich. Ne? Wenn man etwas Unschönes hineingibt in eine Applikation, kommt auch Unschönes hinten raus. Ich weiß nicht, wie ich es höflicher formulieren soll. Jeder kennt den Spruch und genauso ist es beim Machine Learning auch. Wenn man aus schlecht strukturierten Daten lernt und ein Machine Learning Algorithmus kann dann auch
nur ein schlechtes Ergebnis liefern. Das heißt, ein Data Science Ingenieur auf die Daten zu schauen, aufräumen zu lassen, gegebenenfalls zu maskieren, ist ein wichtiger Schritt, um nachher die Qualität des Outputs von dieser Lösung garantieren zu können. Danach werden die Daten generiert. Das ist passiert in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die Datenstruktur gelernt. Das heißt, wir lernen von den Daten, wie sie denn aufgebaut sind. Die Charakteristiken der Daten, ich mir jetzt mal tabularische Daten ansehe, von jeder Spalte wird gelernt und auch die Abhängigkeiten, die zwischen den einzelnen Spalten herrschen, werden gelernt. Das ist also, wir erlernen somit ein Datenmodell, wie wir es vielleicht aus dem Data Warehouse Bereich kennen, komme ich nachher noch ein wenig näher drauf zu. Ein Datenmodell. Und im zweiten Schritt werden aus diesem Datenmodell und mit diesem Datenmodell die künstlich erzeugten synthetischen Daten erzeugt. Dazu nutzen wir, ja, es stand in der ersten Folie, Advanced Deep Learning Algorithmen. Das kurz zu erklären, was ist Deep Learning und was ist Advanced Deep Learning? Da gibt es keine klare Definition tatsächlich zu. Viele Experten sprechen von Deep Learning bereits, wenn neuronale Netze mit im Spiel sind. Andere sprechen davon, wenn wir mehrere neuronale Netze hintereinander geschaltet haben oder ein neuronales Netz mehrere Hidden Schichten hat. Also ein neuronales Netz besteht immer aus einer Eingangs- und einer Ausgangsschicht und mehreren Hidden Schichten, wie man es nennt. Und Advanced Deep Learning heißt, wir nutzen auch spezielle neuronale Netze, die Convolutional Neural Networks, die sind spezialisiert, um mit hohen Datenmengen umzugehen und sind auch auf ihre Rechenperformance optimiert. Und das heißt, wir sind hier wirklich im Deep Learning, Advanced Deep Learning im Bereich der künstlichen Intelligenz angekommen, ein sehr komplexes Thema auch. Aus diesen zwei Schritten werden dann die synthetischen Daten erzeugt. Das heißt, wir haben sie in der Datenbank, in einem CSV-Datei, in JSON-Format, wie auch immer man die Daten zur Verfügung stellen möchte. Und im letzten Schritt werden sie wieder zurück an die Applikation gegeben, an die Testumgebung oder zur Verfügung gestellt in einer Umgebung, wo der Kunde Zugriff drauf hat, wenn es nicht sogar vollständig in der Kundenumgebung umgesetzt wurde. Im nächsten Schritt eine kleine Demo. Ich habe mich jetzt nicht für eine Live-Demo entschieden, da es eine Entwicklungsumgebung ist und die Kollegen dort auch relativ häufig deployen, was uns stören könnte. Und weiter finde ich, dass man, wenn man einem neuronalen Netz beim Lernen zuguckt, es nicht besonders spannend ist. Da finden halt millionenfache Matrizenmultiplikationen statt, die wir uns auch so nicht ansehen werden. Aber ich möchte kurz zeigen, wie wir nachher denn bewerten möchten, ob die künstlich erzeugten Daten, die erzeugt wurden, auch valide sind und auch in der Tat so aussehen wie unsere Produktionsdaten. Wir haben hier in einem Beispiel, was jetzt hier abläuft, ist ein Video, keine Live-Demonstration, mal die Daten zur Hand genommen von einer amerikanischen Volkszählung. Das heißt, es sind Personendaten, in denen 40 Attribute stehen, vom Alter über das Einkommen, über das Geburtsort, Eltern, Anzahl Kinder und ganz viele Attribute, die es da sind. Dort haben wir einen Teil davon genommen. Das sind jetzt hier 40 Spalten und ca. 200 Datensätze, von denen gelernt wird. Und hier die Number of Epochs, da sagt man es halt, wie lange möchte ich das Netz lernen lassen. Man sagt ja so Epochen, dass man es, weiß ich, 10-fach, 20-fach mit den gleichen Daten lernt. Das darf man auch nicht übertreiben. Aber man muss, um die Daten vollständig auszunutzen, auch mehrfach lernen. Ich denke, das kennen wir Menschen auch. Aber um das hier zu zeigen, das geht jetzt gleich relativ schnell, das in der Wahrheit dauert das, für die Datensätze geht es auch noch relativ schnell, aber in der Wahrheit dauert es oft viele, viele Stunden,
bis zu Tagen, bis komplexe Datenmodelle wirklich gelernt wurden. Was wir hier jetzt sehen, ist eine Korrelationsmatrix der Daten, die wir haben, die abzeigen, in welcher Abhängigkeit die Daten zueinander stehen. Ein Beispiel, das Alter haben wir hier oben in der Spalte und wie viele Tage arbeite ich im Jahr. Das hat einen klaren Bezug zum Alter. Kinder arbeiten nicht und Rentner arbeiten auch nicht mehr. In einem Jahr so wird es da eine klare Verteilung geben, wie das Alter zu dem Anzahl Wochen Arbeitszeit liegt. Das ist jetzt ein Bild der Originaldaten. Also so können wir visuell darstellen, wie sich die Daten zueinander verhalten. Und wenn wir jetzt uns das Bild anschauen, wie denn die generierten Daten dazu aussehen, kann man hier klar sehen, das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben tatsächlich nur marginale Abweichungen, die erkannt werden. Aber das ist ein Beispiel, um zu sehen, okay, unsere Produktionsdaten und unsere künstlich erzeugten Daten, die wir zum Testen oder zum Lernen von Machine Learning Algorithmen nutzen möchten, sind gleich. Weiter kann man natürlich auch noch schauen, was passiert ist wirklich auf Spalten. Eben sind die auch gleich verteilt. Ne? Ist das statistisch denn genauso, wie ich es haben möchte? Und so sehen wir hier die wöchentlich, die Weeks worked, sagen wir die Wochen, die ich im Jahr gearbeitet habe, über das Alter verteilt, sieht man hier auch relativ deutlich, dass die statistische Verteilung die gleiche ist wie in den Originaldaten. Man sieht hier dieses pink dargestellte Balken, sind die Originaldaten und die blau dargestellten sind die künstlich erzeugten Daten. Das heißt, wir können hier statistisch auch schon nachweisen, okay, die Daten haben einen klaren Zusammenhang und sind von ihrem Aufbau her identisch. Kurz etwas, wir haben gerade eigentlich alles schon kurz angesprochen, aber hier mal eine kurze Darstellung der Architektur eines Data Warehouse, klassisch Data Warehouse, sehr high level natürlich. Wir haben hier die Daten, auf die zugegriffen wird, über ein Abstraktionslayer. Wir haben ein Data Lake oder Datenbanken bei unseren Kunden, die entweder on-premise auf ihren eigenen Systemen sind oder in der Cloud ausgelagert sind und man greift über einen Abstraktionslayer, der die Datenmodelle enthält, auf die Daten zu und versorgt darüber die Applikationen, hier beispielsweise was für Finance, Customer Relationship Management, HR, IT und eine Test- und Entwicklungsumgebung dargestellt. Also beispielsweise, was wir nun machen, ist mit einem Docker-Container, den wir, wie schon gesagt, auf Ihrem System installieren können, auf unserem System installieren können oder in der Cloud anbieten können. Dort wird über ein GPU, also wir sind hier wirklich im Advanced Machine Learning und da reicht eine CPU nicht mehr aus, um die Rechenleistung zeitgemäß oder zeitnah umsetzen zu können. Das heißt, hier greifen wir auf die Rechenleistung von Grafikkarten zurück, um auch die Leistung darstellen zu können. Im ersten Schritt wird das synthetische Datenmodell erzeugt und aus dem synthetischen Datenmodell werden die Testdaten erzeugt, die dann wieder auch über ein GPU-Interface den Applikationen zur Verfügung gestellt werden können. Und natürlich ist das besonders interessant für unseren Testing- und Entwicklungsbereich, aber auch für Machine Learning-Projekte, um ihre Daten, den letzten Boot, sage ich mal, um von diesen Daten auch zu lernen. Also ADA wird jetzt nicht nur genutzt, um Testdaten zu erzeugen, sondern wir nutzen es auch, um künstliche Daten zu erzeugen, um zusätzliches Lernmaterial für Machine Learning-Algorithmen zu erhalten. Hier noch ein paar Use Cases. Wo ist es interessant, den ADA einzusetzen? Natürlich im Testing- und Entwicklungsumfeld. Wir erzeugen damit eine klare Unabhängigkeit von Produktionsdaten, dass uns für den Testumfeld GDPR-konform machen lässt, aber wir müssten, denke ich, auch beachten, dass wir, wenn wir GDPR-konform sind, klar auch
eine Blockade auflösen, zum Beispiel auch in der Entwicklung in andere Länder. Wir müssen uns, denke ich, gerade in Deutschland auch, was den Fachkräftemangel angeht, Gedanken machen, wo können wir noch entwickeln in der Zukunft, in dem Umfang, in dem es benötigt wird. Und auch hier hilft ADA natürlich sehr weiter, wenn wir produktionsidentische Daten zur Entwicklung und zum Test nutzen können, ohne uns Gedanken machen über rechtliche Vorgaben. Sensible Daten im Finance-Sektor, Health-Sektor und Versicherungssektor sind, denke ich, klar. Daten können genutzt werden, um Fraud Detection zum Beispiel, um mich Betrugsschutz zu erfahren, das in vielen Finance-Sektoren gemacht wird. Auch hier werden künstliche Daten erzeugt, um die Applikationen zur Betrugserkennung zu verbessern. Im Health-Umfeld, wir werden Daten generiert, um CT und Röntgenaufnahmen besser lernen zu können. Auch Röntgenaufnahmen und von Zähnen oder Lungen, das sind natürlich personenbezogene Daten, die sind einer Person zugeordnet. Und es wird über ADA werden zusätzliche Bilder, also Röntgenbilder, CT-Aufnahmen. Wir haben auch Projekte, wo Dokumente vervielfältigt werden. Es werden nicht vervielfältigt, werden künstlich neu erzeugt, muss man sagen, die dann ohne direkte Zuordnung zu persönlichen Daten genutzt werden können. Aber die Top 3 sind in der Tat, wir sind GDPR-konform, eine Anonymisierung findet statt. Das heißt, unsere Daten sind desensibilisiert. Das heißt, sie sind nicht mehr Personen zugeordnet und wir können mehr Daten erzeugen. Mehr Daten erzeugen heißt, war eine Zwischenfrage. Ja, Gerd, ganz kurz. Ich würde gerne auch nochmal eine Umfrage schalten, wo sich unsere Teilnehmer dann auch daran beteiligen können. Also warum interessieren sie sich eigentlich für intelligente Testautomatisierung? Ich würde diese Umfrage jetzt auch mal starten. Da können Sie dann selber mal auch eine Einschätzung treffen. Ganz kurz, warum Sie überhaupt Testautomatisierung nutzen wollen, gegebenenfalls auch ADA. Aber bitte, bitte fahr fort. Ich lasse das parallel laufen, Gerd. Bitte. Okay. Wichtiger Punkt sind auch mehr Daten zu erzeugen, die wir nutzen können für einen Performance-Test und künstliche Machine Learning-Algorithmen lernen zu lassen. Kurz so ein paar Use Cases, die bereits umgesetzt wurden innerhalb der Sogiti-Gruppe. Für einen Finanzdienstleister in den Niederlanden, die mehr Daten benötigten, um einen Performance-Test durchzuführen. Hierzu wurde ein FDE, also ein Mitarbeiter, einen Monat lang beschäftigt, um Testdaten zu erzeugen, damit sie den Performance-Test durchführen können, ohne gegen rechtliche Vorgaben zu verstoßen. Hier wurde ADA eingesetzt, um eine Vervielfältigung der Daten, eine künstliche Erzeugung der Daten herzustellen. Und hier wurde innerhalb von 2 Tagen aus 1000 Zeilen, die zur Verfügung standen, 10.000 Zeilen erzeugt. Mit einem Mitarbeiter, was, denke ich, eine große Zeitersparnis ist und ich denke auch eine große Motivationsschub. Ich möchte nicht der Mitarbeiter sein, der einen Monat lang Testdaten erzeugt. Ich denke, er hat am meisten davon profitiert. Geliefert wurde dies in CSV-Dateien, das heißt wieder eine Reihe, die toolbasiert genutzt werden können, wo zum Beispiel JMeter darauf zugreifen kann, um den Load-Test zu starten. Ja, das ist, solange sich das Datenmodell nicht ändert, auch immer reproduzierbar. Wenn sich das Datenmodell ändert, muss die künstliche Intelligenz auch neu angelernt werden. Aber solange sich das Datenmodell nicht ändert, kann nach Belieben skalierbar Daten erzeugt werden. Nicht in die falsche Richtung. Ganz kurz, Gerd, ich habe eigentlich eine sehr interessante Zwischenfrage von einem der Teilnehmer. Also überlasse ich jetzt, ob du das beantwortest oder der Sven. Die Frage ist, wie viele Datensätze müssen vorhanden sein, um ADA nutzen zu können? Das ist die Frage. Ja, ist in der Tat im Machine Learning die wichtigste Frage, die man stellen kann, wie viele Daten brauchen wir denn tatsächlich, um valide Ergebnisse zu bekommen, ist
um ehrlich zu sein, immer projektabhängig. Wir haben uns aber in der Tat, wenn man sich da immer Gedanken drüber machen muss, welche Qualität und Art von Daten haben wir denn, dass man zwischen 500 und 1000 Datensätzen für tabulatorisch dargestellte Daten haben muss, um ein sauberes Ergebnis zu bekommen. Habe ich Bilddarstellungen, auch je nach Auflösung, aber wenn man mal durchsieht, was wir jetzt haben mit den Röntgenaufnahmen, was dort umgesetzt würde, dann sind das zwischen 150 und 200 Bildern, die zur Verfügung stehen sollten. Also dicker Daumen, 1000 Datensätze helfen immer, da können die Daten auch ruhig ein bisschen komplexer sein. 200 Bilder sind auch eine gute Hausnummer. Danke. Ist die Frage damit beantwortet? Ich hoffe, ich habe keine direkte Interkommunikation, also von daher fahr ruhig fort. Ja, aber wirklich schwierig zu beantwortende Frage. Die Anzahl Daten und Qualität der Daten ist immer ein Riesenthema im Machine Learning-Bereich, aber ich hoffe, so der dicke Daumen hilft da als ersten Ansatz auf jeden Fall. Ein weiteres Projekt, das umgesetzt wurde für einen US-amerikanischen Unternehmensberatung, Unternehmensprüfer, vergleichbar mit der KPMG in Deutschland, die auch Testdaten erzeugen wollten, die aber auch geteilt werden können. Also nicht nur in den USA verwendet können, sondern auch in anderen Ländern verteilt werden können. Das, was ich angesprochen habe, wir lösen damit auch ein Problem, dass wir personenbezogene Daten einfach nicht in die Welt verteilen dürfen. Hier wurden auch eine Reihe von Testdaten erzeugt. Wir haben angefangen wirklich mit einem Proof of Value. Das ist grundsätzlich der Einstieg, den ich gleich noch ein bisschen genauer erläutern möchte. Grundsätzlich den Einstieg eines Proof of Values. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was denn machbar ist. Und so war auch hier der Einstieg. Und dieses Projekt ist doch gewachsen, um synthetische Daten zu erzeugen für mehr als 50 Applikationen, die beim Kunden dort in Einsatz sind. Das ist eine Azure Cloud-Lösung mit Zugriff über Microservices und eine REST-API. Das letzte Beispiel, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist ein schwedisches Sozialversicherungsunternehmen. Und hier geht es nicht um die, in erster Linie nicht um die Erzeugung von Testdaten, sondern um die Vervielfältigung von Daten zum Lernen eines Machine Learning-Algorithmus. Also ich möchte hier eine künstliche Intelligenz den letzten Schritt lernen lassen, um saubere Ergebnisse zu liefern. Hat natürlich auch was mit Testing zu tun. Auch Machine Learning-Algorithmen wollen getestet werden und dazu brauche ich auch zusätzliche Daten. Und das wurde hier in Schweden umgesetzt für ein Sozialversicherungsunternehmen, in dem auch, man sieht es hier auf dem linken Bild, Röntgenbilder von Zähnen und zusätzlich Arztberichte, die nicht nur jetzt, wie es hier dargestellt ist, tabellarisch dastehen, sondern auch handschriftlich. Also es geht hier tatsächlich auch um eine Handschrifterkennung und um die Erkennung von ärztlichen Codes, die da sind. Sehr gute Beispiele, was bringt jetzt tatsächlich den Mehrwert für unsere Kunden mit dieser Applikation? Klar, wir sind GDPR-konform und synthetische Daten. Können wir immer weiterreichen und die sind skalierbar und schnell zugänglich. Wir bringen damit auch AI-Lösungen die nötigen Daten, um gute Ergebnisse zu liefern. Das heißt, je mehr Daten man lernt, desto besser werden die Ergebnisse auch im Machine Learning-Algorithmen. Wir können schnell liefern mit einer hohen Qualität, wobei der Fokus hier immer auf der hohen Qualität liegt. Und es ist relativ schnell einsetzbar auf Kundenebene oder in der Cloud. Im Zweifel auf unseren Ebene, wo wir sehr gute Erfahrungen haben, sind Oracle-Umgebung, SQL-Umgebung, SAP-Umgebung. Wie gehen wir vor, um ein Projekt in Proof of Value, den ich eben angesprochen habe, anzusetzen. So, was muss jetzt tatsächlich passieren, damit wir ein Projekt starten, gemeinsam mit dem Kunden und prüfen, wie lange dauert es denn tatsächlich, bis ich denn ein
verwertbares Ergebnis habe auf Kundenseite. Also wir starten hier mit einem 2 bis 3 Tage Workshop. Da brauchen wir tatsächlich Experten, die im Projekt beteiligt sein würden, die Data Warehouse Experten, die Datenbank-Experten, die fachlichen Experten, um zu sehen, was ist überhaupt möglich, was sind die Ziele und was sind die Erwartungen des Kunden, die wir dort festlegen. Danach in einem 2-Wochen-Sprint, da sind dann unsere Experten, die Data Science Ingenieure und AI Engineers involviert, die tatsächlich dann die Daten exportieren und den Algorithmus des Lernens optimieren. Das ist immer ein Customized, ein Machine Learning Algorithmus ist immer customized und optimiert auf den Datensatz, den beim Kunden vorhanden ist. Da gehen wir auch, wenn ich festnageln, ein Sprint von 2 Wochen wird es dauern und in der dritten Phase nach diesen 2 Wochen bis 2,5 Wochen wird es deployed und man hat die ersten Ergebnisse vorliegen. Und so wird dann auch geprüft. Wir werden natürlich statistische Checks durchführen, inwieweit die Daten, die geliefert werden, valide sind. Und wir können dann im dritten Schritt die nächsten Schritte festlegen. Aber einen ersten Satz von synthetischen Daten, erzeugt aus Ihren Produktionsdaten, wird nach 2,5 Wochen vorliegen.